Hallo, ihr Lieben, herzlich willkommen zu einem neuen Unboxing. Ich hatte bestellt bei Pürisch. Wo steht das? Da. Pürisch, wir boxen an. Und zwar hatte ich bestellt gehabt ein paar neue Schätze. Ich guck mal, ob ich diesen Augenbrauenformer brauche oder nicht. Ja. Ich habe nur Angst, dass wenn man. Ich war gerade bei der Post, habe das abgeholt, den kleinen jungen Mann habe ich dann mitgenommen. Und oh, wie süß, schaut mal. Für Ina, total süß. Dann Valentin. Richtig süß, dass da mein Name drauf steht, feiere ich schon mal. Wir nehmen Umweltschutz ernst, Pürisch. Okay, Filmmaterial mit Bio-Siegel. Alles klar, dann kann man das auch essen. Ja. Bestimmt nicht. Ich hatte mir Neuheiten bestellt, oder die sind schon länger auf dem Markt, aber für mich waren das Neuheiten, weil ich noch von dieser Marke gar nichts habe. Niente, nada, nix. Natürlich werdet ihr immer im Palettenwahnsinn bei mir sein. Ich glaube, das ist auch etwas, was man immer nehmen kann. Ich werde mir aber sicherlich für April ein Kaufverbot erlegen, denn ich habe im März so viel geshoppt, dass es echt abnormal ist. Ja. So sieht das Ganze aus. Das ist Be Perfect Cosmetics. Wunder, wunderschön. Ja, riecht ein bisschen alt. Also so nach Kleber. Viele sagen Kleber. Ich finde die Paletten an sich. Sie bietet... Louis McDonald Master Palette. Ist schön kompakt. Von den Farbtönen total mein Schema, aber eher Herbst. Ich würde sagen, klar, man könnte auch was Frühlingsmäßiges zaubern. Aber sie scheint mir schon für den Herbst und Winter geeignet zu sein. Jetzt juckt mein Ohr. Ja, werde ich auf jeden Fall mal testen. Dann hat mich auch sehr angefixt, meine liebe... Alida. Ja, Alida, du fixest mich auch öfters mal an mit dieser wunderbaren Palette. Ich glaube, das war die Palette. Ich hoffe, das war nicht die andere. Aber ich glaube, das war die hier von Ofra. Preise blende ich euch mal ein. Ich habe 20% gespart, weil ich einen Code von Luisa, Annemarie, Luisa oder irgendwas Luisa 20 benutzt habe, deswegen konnte ich mir das alles gönnen, sonst hätte ich das nie und nimmer alles bestellt, denn 20% sind immerhin 20%. Die Palette kommt mega hochwertig, muss ich sagen, hätte ich jetzt nicht erwartet von so einer Ofra. Weiß ich nicht, sah im Billo aus, ein bisschen billiger. Aber ich meine, dieses gute Stück kostet 50 Euro. Hier ist einmal der Rodeo Drive, der bekannteste von Ofra an Highlighter dabei. Dann ist hier, ist das Blissful dann? Das sieht sowas von schön aus. Ich kann euch mal die, ja, sieht mega schön aus für den Alltag. Ja, so eine Alltagspalette-Geschichte, keine Ahnung was. Ich werde auf jeden Fall es testen. Ich habe keine Ahnung, wie viele Videos ich am Tag produzieren muss, um das alles zu testen. Aber wenn ihr Videovorschläge habt, was ich zuerst testen soll, dann bitte in die Kommentare. Sonst mache ich das so nach meinem Plan. Und das ist nicht wirklich immer ein Plan. Mega hoch, also schwer fühlt sie sich an. Die hat 50 Euro gekostet. Ich bin geschockt, ne? Die hier hat 30 Euro gekostet, aber es war es mir dann irgendwie wert zu testen. Keine Ahnung. Dann hatte ich einer den bekannten ja, Wet n Wild Highlighter Powder bestellt. Das ist dieses Precious Pretzels. Keine Ahnung. Wir werden auch diesen mal irgendwann in irgendeinem Video testen. Da ist sie ein bisschen hochwertiger sogar. Glaub, nee, man kann sich da nicht schön reden. Aber war auch nicht so teuer. Natürlich meine Rechnung, die kein Mensch sehen möchte. Ich kann es euch auch gleich sagen. Ich habe gezahlt 110 Euro, nee Quatsch, 104 Euro. Und der Rabatt hat 22 Euro gekostet. Ja.
Also, ich habe mir diesen diesen Highlighter gekauft für 5,03 €. Dann hatte ich die Mario Pro Palette von Ofra, die hat 42 € gekostet. Das sind schon rabattierte, glaube ich. Und dann hatte ich mir die Be Perfect LMD Palette gekauft. Die hat 25,20 € dann nur noch gekostet. Und das letzte Stück, was ich mir gegönnt habe, war die Karneval Palette von, ja, es ist ein kurzer, knackiger, teurer Haul, muss ich sagen. 110 € für 4 Produkte. Diese hier, Karneval Edition. Ja, hat keine Folie. Ich kau hier wie ein Esel, aber ich habe so Lust auf Kaugummi. Habt ihr das manchmal auch? Purish kam so ein bisschen auf den Markt. Ich glaube, sie haben einfach Kooperation gemacht. Die haben einfach gesagt, okay, such dir was aus für 200 €. Ich schicke dir das zu. Es wäre schön gewesen, hätten die mich angesprochen. Ich hätte da sicherlich noch mehr gefunden. Be Perfect, aber ich, ja, ich kaufe es mir auch selber gerne. Und ich gönne jeden, der das bekommen hat. Um Gottes Willen. Be Perfect ist einfach Ina Palette, ja. Es ist einfach meins. Es ist meins mit 2 Highlighter. Vielleicht auch so ein Bronzer. Ich muss sagen, da sind wirklich super knallige Lidschatten drin. Also, wenn man wirklich viel ausprobieren will und doch etwas Neutrales, ist es auch wieder was ganz, ganz Tolles. 2 Highlighter, tolle Paletten. Also ich glaube, ich muss einen Frühlingslook mit dieser Palette schminken. Nicht, dass ich alle aus Lid baller. Aber im Kommen ist ja so Korall und Orange. Ja, das sind ja die Trendfarben schlechthin. Und das ist genau das, was mich interessiert. Auch Kaugummi und Reden ist so eine Sache. Dann bleibt da zwischen den Tönen stehen. Und die Palette fühlt sich ja auch schwer an. Kompakt ist Pappe, was ich auch mega feier. Ich mag lieber diese Pappgeschichten. Und die hat ganze Stay Marie Karneval Palette. Hat ganze 37,80 € 81 gekostet. Also schon echt holter die Waldfee, sage ich euch. Aber ja. Ein Tuschkasten für die Mutti. Danke den weiteren Tuschkasten Nummer 47. Ja, wie immer hoffe ich kurz und knackig, aber so ein Tipp. Ich verlinke mal das Video, wo ich diese 20% da ergeiern konnte. Ich meine, es sind immerhin 22 €, die ich gespart habe durch sie. Keine Ahnung, ist mir auch egal, ob sie was dran verdient, weil ich habe es für mich gekauft und ich wollte das Geld sparen. Leider habe ich für euch keinen Coupon zum Sparen. Tut mir leid, aber ja. Ich hoffe, wie immer, das Video hat euch gefallen. Kurz und knackig. 7 Minuten. Und wir sehen uns beim nächsten Video. Ciao!